Leute, die Spritpreise explodieren gerade komplett. Oh, Katastrophe, das ist viel zu hoch. Scheißdreck. Einfach nur Katastrophe. Ja, scheiße. 40 Cent billiger in Österreich. Ja. Katastrophe, hä? Man kann sich das nicht leisten, wenn man ein Azubi ist. Jetzt sind wir keine Politiker und können das nicht ändern. Aber wir haben uns gedacht, wir können mal unserer Community und unseren Leuten mal was zurückgeben. Und deswegen gibt's heute gratis Sprit für alle. Vier Stück. So, je 100 drauf. Die müssen wir an die Leute bringen. Entschuldigung, kurze Frage. Warum tankst du nicht? Aber der Tank ist voll. Ist voll? Also fast halb voll. Halb voll. Und wir würden deine Tankfüllung zahlen, wenn du wolltest. Tankfüllung? Ja? Bin ich ja dabei. Was brauchst du denn? Wir brauchen gar nichts. Du fährst an der Tankstelle hin, tankst voll und wir zahlen das für dich. Mach ich sofort. Wenn ich dir sagen würde, eine Liegestütze ist ein Liter for free, würdest du machen? Würde ich machen. Ja? Ja klar, das ist bei den Preisen okay, dann tank voll, dann schau mal, wie viele Liegestütze du machen musst, damit es nichts kostet. Okay. Das ist ja easy. Ja, okay, das geht. Das schaffst du, oder? Das schaffst du. Wie viel haben wir denn? 14 Liter. Eins, zwei, drei. Eine Frage. Wenn man den zweiten überholt in einem Rennen, ne? Wie viel ist man da? Was ist das für eine Aktion? Nein. Die Aktion heißt Schnick, Schnack, Schnuck, wer den Tank gewinnt. Das ist drei. Alles klar. Schnick, Schnack, Schnuck. Vier, fünf, sechs. Schnick, Schnack, Schnuck. Eins, eins. Eins. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Sieben, acht, neun, zehn. Der zweite. Das ist absolut richtig. Und ding, das hier ding, ist eine 100€ Tankkarte für dich. Im Ernst? Ja. Du hast gewonnen, das war die richtige. Danke! Ja, Schnick, Schnack, Schnuck. Nee, aber alles. 2-2. Okay, mach einen kleinen Single. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Nein! Bin ich dir. Ich hab nur das Gleiche gemacht. 11, 12, 13, 14. Ja, eine Mühle. Was kostet Tankfüllung aktuell bei dir? Ich kostet 4, 2. Hast du Bier? Ja, gell. Und es war's. Du kriegst auch extra, oder? Ah, schau, sehr gut. Das schmeckt jetzt auch mal. Das ist ganz schön warm hier. Naja, dann auf deinen Tank, ne? Hat er gut angefangen. Zapfsäule 10, ist bezahlt. Vielen Dank. Gut Job. Muss ich noch rein, oder? Nein, alles erledigt. Also du musst jetzt selber zahlen. Nee. So, pass mal auf. 59, 43, das schaut gut aus. Jetzt fahren. Also du brauchst nicht warten, du kannst fahren. Danke. Okay. Perfekt. Was machst du jetzt? Wir posten jetzt die Location hier, um ein bisschen Schwung in die Bude zu bekommen. Kleiner Insta-Aufruf, mal schauen, wer gleich hier aufkommt. Servus. Hi, servus. Servus, hi. Ja. Ist auch noch Auto da? Ja. Hi, servus. Ja, wer noch ja. Ja, selber. Ja. Die wollten zum Bilder machen kommen, aber die ganze Familie muss noch aufgetankt werden. Ja. Also, so geht das hier nicht. Ungetankt geht mir hier niemand vom Hof. 100€ Tankkarte. Was? On top. Also, das heißt. Du zahlst jetzt deinen Tank oder gehst du? Was? Voll ist dein Tank? Leider noch halb voll. Dann Tank auf, wir zahlen. Echt jetzt? Ja. Geil. Geil. Wie glücklich der ist, der strahlt richtig. Ja, geil, oder? Aber lass ihn trotzdem noch mal eine Frage stellen. Ja, welche? Ob er es auch wirklich verdient hat. Wieso? Wieso? Stell du mal eine Frage. Soll ich eine Frage stellen? Ja, stell eine Frage. Boah, Okay. Pauls Mutter hatte 3 Kinder. Kick, Trick und... Paul. Die Frage ist so schlecht. Ja, willst du einen kostenlosen Tank, hä? Ist doch auch kostenlos, ja, Tank. Ja, erst 130€ auf der Uhr. So, wir müssen dann auch schon wieder los. Oh ja, also, oh, ja, ich glaube, da hat jemand... Ja. Wie viel sind sie? 153,27€. Hey, Robby, willst du 100€ Tankgutschein verdienen? Safe. Du musst einfach nur jetzt zu irgendeiner fremden Person gehen und einfach so tun, als hättest du irgendwie so einen, keine Ahnung, einen Anfall oder irgendwas. Ne? Und dann musst du ein bisschen am Boden und dir ein bisschen Hilfe geben lassen. Und wenn die wirklich hilfsbereit sind, dann zückst du aus deiner Tasche einfach so eine Tankkarte und gibst es dir. Oh, fuck. Boah, scheiße. geht. Boah, ich hab mich übel verletzt, ey. Scheiße. Oh.
Oh. Ey, das hab ich öfters, ey. Oh, ich hab hier, guck mal, ich hab hier, an der Leiste hab ich hier einen Tankgutschein für 100 Euro. Ihr habt echt ein Glück, vielen Dank für die Hilfe. Und ich wünsche euch viel Spaß jetzt bei den Spritpreisen zu tanken. Geht's dir nicht gut? Ja, alles okay. Oh. Hey, was ist denn dir jetzt? Kann mir jemand rufen, oder was? Ich hab hier genau... Ich hab Gutschein gefunden. Was ist da drauf? Das soll 100 Euro sein. Schauspielerische Leistung übrigens. Ich hab mir gerade den Schwert genommen. Das war aber so nicht geplant. Ich sag's, wie es ist. Das war Wahnsinn, Junge. Dankeschön. Ja. Applaus. Ich hab herzlich gelacht auf jeden Fall. Ey. Wie viel hast du im Tank? 115. Okay, dann ist heute ein Glückstag, weil heute gibt es Tank umsonst hier. Echt, oder? Ja, klar. Du musst eine wichtige Frage aber beantworten. Wie heißt der Vater von Max Verstappen? Heißt der Moos Verstappen? Heißt der Groß Verstappen? Heißt der Jos Verstappen oder heißt der Los Verstappen? Und dann hätte ich gesagt, Jo Verstappen. Los, ja. Wir wollen natürlich, dass ihr zu Hause auch was von der Aktion habt. Deswegen gibt es noch einen 500 Euro Tankgutschein, der unter allen Abonnenten verlost wird. Deswegen jetzt ganz schnell noch abonnieren. Ernst? Woher kommst du? Aus Kempten? Du meinst auch ab. Ich habe endlich die Schwester, die ich mir immer gewünscht habe. Nein, ich hab eine tolle Schwester. Hast du schon getankt? Nee. Aber jetzt komme ich gleich weiter. Wirklich? Ja. Heute gibt es nämlich Sprit für 0 Euro hier. Schon noch? Ja. Und vor allem, wenn man Familienrabatt ist. Ja. Was machst du, wenn es Ehepaar schon los ist? Okay. Da gönnen wir uns doch mal hier richtig rein. Hier. Herzlich willkommen bei der Tankstelle von... Weiß nicht, von mir. Jetzt haben wir nicht nur es geschafft, irgendwie Leute ein Lachen ins Gesicht zu zaubern. Wir haben es nicht nur geschafft, irgendwie jetzt hier einen geilen Tag zu haben. Wir haben auch noch meine verlorene Schwester gefunden. Der Wahnsinn. Super. 100 Euro Tankgarantie gibt es noch oben drauf. Echt? Oh, der Gesichtsausdruck. Der Gesichtsausdruck. Ja, ich weiß. Komm, lass dich einfach mal haben. Das ist ja cool. Danke euch. Danke dir. Sieht fit aus. Er hat einen Trainingsanzug an. Liegestütz-Challenge. Oh. Wir sind ja nicht die Müller-Wohlfahrt hier, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 19, 20, 21, 22, 23, 4, Junge! Habt ihr noch Zeit, oder? Ja, klar. Wow, Trash-Talk! Kannst du mal aufhören, Alter? Was ist mit deinem Freund? Er kann ihn nicht. Du musst mehr bringen. Leck mich an. Leck, Alter. Fit in Fun, Leben lang. Okay, jetzt kommen wir mal beide krass. Hat jetzt auch gewonnen? Schick mal. So, Adrian, du kannst jetzt auch noch mal so eine Karte hier verdienen. Yeah. Und jemand anderem auch noch eine bringen. Und zwar folgendes. Du erzählst einfach jemandem, dass sich deine Freundin hier an der Tankstelle rausgeschmissen hat. Und dass du dringend jemanden brauchst, der dich zu McDonald's fährt. Das sind so 10 Minuten von hier. Wenn wir jemanden finden, der so hilfsbereit ist und der das macht, dann kriegt der auch nochmal 100 Euro Tankgutschein. Und du auch. Oh, unangenehm. Viel Spaß. Ja, gib mal die Karte. Komm. Ich hol schon mal noch Gutschein. Ich glaube, das kann jetzt entweder ganz schnell gehen oder ganz lange dauern und sehr unangenehm werden. Eine dumme Frage jetzt. Ich wurde hier ausgesetzt von meiner Freundin und... Hä? Ich wurde hier ausgesetzt von meiner Freundin und die hat mein Auto im Magus abstehen lassen. In Kempten, kommst du aus Kempten? Ja? Ja, fahren die nicht. Die? Nee. Die gehören nicht zu mir. Das ist so. Ich kann nicht hinschauen, Alter. Ich kann wirklich nicht hinschauen, Digga. Weil wir hatten Streit und wir wollten eigentlich Richtung Walten rufen. Und kannst du mich vielleicht mitnehmen nach zum Magus? Ja, okay. Ernsthaft? Ernsthaft? Den ersten, den er anspricht, nimmt ihn mit. So, verstanden. Wir müssen jetzt gleich in so eine geheime Verfolgungsjagd machen. Let's go. Da sind die hinter uns.
Wo warst du mit denen? Ich hab doch euch gesehen. Ich hab. Was mit dem Zug war. Ja? Aber Klaus, er hat die Kamera gesehen? Ja, safe. Der hat schon auf uns gezeigt. Ernsthaft? So Leute, ich bin hier bei Murat im Auto, der junge Mann hat mich mitgenommen, Ehrenmann würde ich sagen. Nur leider bin ich aufgeflogen, weil Dani und Robby da hinter uns klemmen, die so zwei Zecken. Und er hat sofort gesehen, dass da irgendwas falsch ist. Aber er hat mich trotzdem mitgenommen und mir ist auf jeden Fall belohnt. Ne? So viel ist sicher. Boah, ich versuche das abzuhängen, glaube ich. Was macht der für Spiel? Oh, was denn der? Boah, der macht hier einfach Spielchen mit uns. Schau ihn dir an, Alter. Was passiert hier? Die verarschen uns, oder? Hast du gerade gesehen, wie der uns einfach verarscht? Wer hat schon gecheckt, dass wir ihn verfolgen, glaube ich. Weißt du, was wir machen? Wir halten an irgendwo und du machst so, dass du Autoschaden hast. Okay, check. Die verarschen mich. Jetzt tun sie so, als wäre der Motor kaputt. Ihr seid genauso gute Schauspieler wie ich. Deine Geschichte hat die funktioniert? Ja, meine Geschichte war wunderbar. Ja. Passiert halt, ja. Kommt ab und zu vor, ja, dass man sich streitet. Ich bin im Auto gesessen auf jeden Fall. Kriegst du trotzdem, Euro. Oder? Obwohl ihr aufgeflogen seid. Eher 100 Euro Tankgutschein kriegst du, dass du mich mitgenommen hast, irgendeinen wildfremden Typ. Und ja, sollst du belohnt werden. Unser Auto ist auch nicht kaputt, wir haben alles nur gestaged. Ach, wirklich? Ja. Danke dir. War nicht so klug. Ciao. Danke dir. Ciao. Wenn ich wieder eine Mitfahrgelegenheit brauche, ich rufe dich an, gell? Alles klar. Ja, Jungs, Fazit von dem heutigen Tag. War geil. War richtig geil, hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, Leute. War bestimmt nicht die letzte Aktion, deswegen immer gut, wenn man Instagram und hier alles abonniert hat. Ihr wisst Bescheid. Lasst gerne ein Like da. Danke an alle, die mitgemacht haben und vor Ort waren. Adrian. Komm, kriegst du auch noch. Ehre, danke. Ciao.